einen weiteren Knoten gefunden. Los geht's! Das ist der letzte Knoten. Sicherheitsprotokolle sind geklärt und können geknackt werden. Vorwärts, Hüter! Die Spleißer haben den Eingang verschanzt. Wir treffen auf heftigen Widerstand. Sie müssen die Schar tiefer in die Silos getrieben haben. Kämpf dich da durch! Ich orte neue Sieber-Energiespitzen unter uns. Mehrere Knoten, die alle eine weitere Barriere antreiben. Aber ich kann ihre Position nicht finden. Ihre Signaturen sind zu sporadisch. Du weißt, was du zu tun hast, Hüter. Finde diese Knoten, entlade sie und bleib in Bewegung. Es ist schwer, hier unten ein klares Signal zu empfangen. Bleib nicht stehen. Je näher wir an jeden Knoten kommen, desto einfacher sind sie zu kartieren. Also, ich bekomme immer noch starke Sieber-Signale. Es muss noch einen Knoten geben. Sieht aus, als ob die Spleißer diese Brutstätte besetzt haben. Die bioorganische Architektur der Schar ist noch intakt. Doch um uns herum gibt es überall Mikroschübe von Sieber-Aktivität. Eigentlich greifen die Gefallenen nur an, um Ressourcen zum Überleben zu bekommen. Aber ein Scharnest auf diese Weise zu besetzen, Siva hat sie verändert.
Das war's. Keine Ahnung, was diese Knoten beschützt haben, aber die Barriere ist deaktiviert. Zwischen dem Hohepriester der Spleißer und dem Wahnsinn, den er dort unten zusammenbraut, stehst nur noch du. Setze dem ein Ende. Sieht nicht gut aus. Hast du den Hohepriester gefunden? Nicht wirklich. Sehen wir uns das Ding mal genauer an. Das Ding mal genauer an. Der Oger, wie ekelhaft. Davon wird's noch viel mehr geben, wenn wir dem Hohepriester nicht den Gar ausmachen. So ein Durcheinander. Der Hohepriester wollte gar keine Scharmee aufbauen. Er wollte einfach Teile ihrer Körper entfernen, um sie mit Siva zu fusionieren.
Biomanipulation ist das Hauptanliegen der Spleißer geworden. Wir hatten Glück, dass wir ihren Hohepriester ausgeschaltet haben, bevor er diesen Wahnsinn perfektionieren konnte. Aber man muss sich schon fragen, was für Perversionen planen sie noch? Hallo, oh Gott, die ganze Zeit hat mein Mikro nicht funktioniert, verdammte Scheiße. Diese scheiß Windows-Aktualisierung hat mein Mikro gestern wohl im Arsch ge... Na toll, ey, hat man mich die ganze Zeit nicht gehört, ey, wo zeigt ich... Naja, egal, ist jetzt egal. Wenigstens hört man mich jetzt wieder. Ah, Gott verdammt, ey. Willkommen beim Stream von Destiny. Oh Gott, ich hab's nicht sagen können. Ich suche gerade alle Siva-Fragmente. Ich weiß zumindest, wo alle sind. Ich muss nochmal dieses Scheißding machen, weil ich den einen nicht holen konnte, weil diese Idioten sie so eilig hatten. Ärgert mich jetzt ein bisschen. Halt mal, wie viele Punkte habe ich jetzt eigentlich? 4965, yeah. Laguna die Socke spielt. Mit Captain Kackebart. Na, wie geht's, wie steht's, Jungs? Überhaupt jemand da? Und habt ihr noch den Raid geschafft? Wie lange hat's gedauert? Okay. Ah, ich suche gerade alle Siva-Fragmente. Hab die meisten, Gott sei Dank, jetzt. Okay, in der Nähe des Bunkers gibt es eine Reihe alter Raketensilos. Berichten zufolge befindet sich die Schar dort. Und du hast hier richtig schnell aufleveln können, ne? Wenn du mich fragst, ja. Und vergiss nicht, ziel auf alles, was sich bewegt. Je weniger Spleißer oder Scharkrieger von Siva befallen werden, desto besser. Alles klar. Ich hab mir heute einfach mal schnell die Sachen geholt. Die Klamotten, die man sich kaufen kann. Damit habe ich mir einfach meinen. Ich orte mehrere konzentrierte Sieberknoten da vorne. Sieber, um die alten Verteidigungsprotokolle des Silos zu verstärken. Aber weißt du, wie viel Licht. Die Türen sind fest verschlossen. Wenn du dort reinkommen willst, musst du diese Sieberknoten finden und zerstören.